Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Wir sind heute bei der zweiten Vorstellung unserer Herbstnovitäten. Als allererstes habe ich die brandneue Romy Völk heute für euch ausgesucht. Bluthaus. Wir kennen Romy Völk von ihrem ersten fulminanten Start mit Totenweg. Die Krimis spielen immer in der Elbmarsch und es geht um Frieda Paulsen, die junge Polizistin aus Hamburg. Dieses Mal ist ihre Freundin verschwunden und Frieda Paulsen ist in großer Sorge um ihre Freundin und wir sind wieder in dieser sehr spannenden, geheimnisvollen Atmosphäre. Und wenn wir uns an das Unwetter am Wochenende erinnern, dann passt dieses neue Buch von Romy Völk punktgenau in diese gruselige, neblige Herbstatmosphäre. Das nächste Buch, das mich sehr fasziniert hat, ist die neue Julie C. Mir gefallen ja auch immer sehr schmale Bücher, das könnt ihr an einem Wochenende lesen. Julie C. hat wieder einmal aufs Neue eine überaus brillante Sprache, bringt Dinge mit wenigen Worten auf den Punkt und es geht um eine junge Familie, die ihren Silvesterferien, ihre Weihnachtsferien auf Lanzarote verbringt. Und wer schon mal dort war, wer die Stimmung dieser Insel eingefangen hat, wer selbst eine junge Familie ist oder wer eine junge Familie war, erinnert viele Dialoge, viele Situationen, die sich in diesem Buch abspielen. Und es ist für mich ein Buch gewesen, das richtig, richtig unter die Haut geht aus verschiedenen Gründen. Und ich kann euch die neue Julie C. aus vielerlei Gründen ans Herz legen. Eine absolute herausragende Herbstneuheit. Viel, viel Freude und Erkenntnisse, wenn ihr sie lest. Das dritte Buch, das ich heute dabei habe, ist von Julian Barnes, Der Lärm der Zeit, und ist nicht wirklich eine Neuerscheinung. Aber dieses Buch ging jetzt ins Taschenbuch und ist ein berührendes Buch. Es geht um Schostakowitsch, der russischer Komponist war und der unter Stalin Opern komponiert hat. Und eines Tages wird Stalin bei der Uraufführung einer Oper diese in der Pause verlassen und Schostakowitsch lebt fortan in der großen Angst und in der Sorge, dass er oder seine Familie abgeholt werden, weil er aus der Gunst von Stalin gefallen ist. Und was diese permanente Angst, dieses, wenn wir in eine andere Gefühlswelt in unserem Leben fallen, mit uns macht, das erfahrt ihr, wenn ihr Julian Barnes lest, Der Lärm der Zeit. Das ist jetzt kein erheiterndes Herbstbuch, aber ein Buch, ein Streifen Zeitgeschichte und zeigt uns wieder einmal, wie wichtig das auch ist, dass Bücher aus dem Ausland, in dem Fall aus England, so beeindruckend übersetzt werden. Also dem Übersetzer von Julian Barnes gebührt großes Lob, dass er diese brillante Sprache so herrlich ins Deutsche übertragen hat. Ein Buch, das uns nachdenklich stimmt, ein Buch, das lange in uns nachschwingt und das sich unbedingt zu lesen lohnt. In diesem Sinne wünsche ich euch heute an diesem schönen Herbsttag viel Freude mit meinen Neuerscheinungen und wir haben ein kleines Rätsel vorbereitet, all dieweil ich dieses Outfit schon einmal getragen habe, also das gestreifte Shirt, bei einer meiner Buchvorstellungen und wer das erinnert, wer mir sagen kann, zu welchem Datum das war, was ich darin vorgestellt habe, auf den wartet eine kleine Überraschung in der Buchhandlung.